Emmanuel Macron hat es geschafft. Er ist in Kürze der nächste Präsident Frankreichs, der jüngste in der Geschichte. Und die Erleichterung an den Finanzmärkten, die ist wirklich greifbar. Wie die Finanzmärkte im Einzelnen reagieren, das verrät mir nun Uwe Birker, der Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg. Ja, wie reagieren DAX und Co. auf die neuen Ereignisse? Ja, ganz erleichtert, wie Sie schon sagen. Tiefe Erleichterung, spürbar die große Sorge, dass der Euro auseinanderbrechen könnte, die ist vom Tisch. Auf der anderen Seite könnte man auch annehmen, dass die Märkte euphorisch reagieren könnten nach der Gewissheit, die jetzt da war. Aber ganz ehrlich, es ist schon unheimlich viel nach dem ersten Wahlgang passiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass Macron gewinnt, allen Unkenrufen zum Trotz war so hoch, dass nur das gegenteilige Ergebnis zu einer dramatischen Reaktion geführt hat. Also insgesamt würde ich sagen, wir haben jetzt eine Stufe erklommen, konsolidieren da und es tut allen gut, jetzt mal wieder ein bisschen innezuhalten. Blicken wir auf den Euro, natürlich einer der Gewinner, denn ein Euro-Befürworter hat nun gewonnen. Aber am Markt gibt es jetzt erste Spekulationen. Nach dem Wahlsieg könnte die EZB nun von ihrer ultra lockeren Geldpolitik so ein bisschen abrücken. Wie realistisch halten Sie das? Ja, die EZB hat sich dieses Jahr ganz bewusst aus dem Spielfeld gestellt und hat relativ früh schon signalisiert, wie sie ihre Politik fahren möchte, nämlich die Anleihekäufe ab April mit einem Volumen von 60 Milliarden bis Jahresende. Das ist der Status. Und da gibt es aus meiner Sicht für die EZB aktuell auch wenig dran zu rütteln. Wir haben die Parlamentswahl noch vor uns in Frankreich, wir haben die Bundestagswahl noch vor uns. Aber insgesamt kann die EZB mit den Ausgängen der Wahlen in den Niederlanden in Frankreich sehr zufrieden sein. Und im Juni wird die EZB neue Projektionen vorlegen für Wachstum und Inflation. Und da könnte ich mir vorstellen, dass erste Hinweise kommen, wie es mit dem Tapering weitergeht, wie lange die Anleihekäufe in unverminderter Höhe sind oder wann die EZB anfängt, auch weniger Anleihen zu kaufen. Im September rechnen wir dann mit einer Entscheidung, weil die EZB immer so 3 Monate vorher, vor Ende des Programms, frühzeitig den Märkten signalisieren will, was es so vorhat und dann ab Anfang 18 tatsächlich anfängt, weniger Anleihen zu kaufen. Und das wird sie sukzessive machen. Mit ruhiger Hand, wenn die politische Situation sich ändert, weil Italien wählt oder weil sonst irgendwas passiert, ist die EZB immer sofort dabei, entsprechend die Dinge zu löschen. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Parlamentswahlen. Also es gilt quasi, nach der Wahl ist vor der Wahl. Aber es wird nicht einfach für Macron, der ja auch keiner Partei aktuell angehört, da eine Mehrheit hinter sich zu versammeln. Und ohne die wiederum wird es schwer, sein Wahlprogramm umzusetzen, oder? Das ist richtig. Also um nicht als Dame ohne Unterleib dastehen zu wollen, muss er natürlich wichtig möglichst viele Sitze erringen mit seiner Bewegung. Das ist schwierig, weil er hat keine Parteiorganisation hinter sich. Und das französische Wahlrecht ist eigentlich auch prädestiniert dafür, die etablierten Parteien zu begünstigen. Gleichwohl, auch die etablierten Parteien haben eine Menge zu verlieren. Wenn sie Herrn Macron nicht unterstützen, werden sie als Spielverderber gebrandmarkt werden. Und dann nach spätestens 5 Jahren wird Frau Le Pen das vollenden, was sie jetzt angefangen hat. 30%, 34%, das wird dann beim nächsten Mal deutlich mehr. Ich glaube, dieses Risiko ist keiner bereit einzugehen. Und es wird eine Schicksalsgemeinschaft werden zwischen Macron und den etablierten Parteien. Ich bin ganz zuversichtlich, weil er ein cleverer Bursche ist, unheimlich viel vorhat, auch mit dem Volk ein Stück weit spielen kann, es begeistern kann, dass das sicher eine Reformwelle anfängt. Ob das genügend ist, ob das weit ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, insgesamt wird es ein positiver Impuls sein, den wir von Frankreich hier spüren. Und die Deutschen sollten gut beraten sein, diesen Impuls so weit wie möglich aufzunehmen. Reformbedarf gibt es, also viel Handlungsbedarf auf jeden Fall in Frankreich. Was denken Sie, was sind die größten Probleme? Was sollte er als erstes anpacken? Naja, also wir haben eine deutlich reduzierte Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu Deutschland. Da muss er einiges tun. Das sind die Arbeitsmärkte, die verkrustet sind. Es ist ein großer Anteil öffentlicher Dienst mit entsprechenden Themen. Aber auf der anderen Seite hat Frankreich auch viele, viele positive Dinge. Frankreich wächst, die Bevölkerung wächst. Es ist eine relativ junge Bevölkerung im Vergleich auch zu Deutschland. Also es gibt auch viel Pfund, mit dem man wuchern kann. Und die Verbindung dazwischen, ich glaube, die ist da. Und die Franzosen haben jetzt verstanden, dass sich was ändern muss. Natürlich à la française, nicht à la Allemand, aber es ist auf der anderen Seite aus meiner Sicht schon ein guter Boden genährt. Herr Hollande hat ja auch schon angefangen, aber er war halt in Person, nicht diejenigen, die man da nach vorne gesehen hat. Aber er hat einige gute Ideen gehabt, die jetzt Macron vielleicht dann vollenden kann. Also letztendlich die Vorlagen ins Tor schießen und Frankreich dann wieder zu neuer Blüte führen. Was bedeutet der Wahlsieg Macrons für uns? Das Verhältnis Deutschland-Frankreich, wird das irgendwie eine Veränderung widerfahren? Naja, man spürt ja dann immer wieder, auch in Partnerschaften, wenn ein Partner plötzlich schwächer wird, dass der andere dann mit dieser neuen Stärke wenig anzufangen weiß. Und es fehlt dann der Sparringspartner. Und das war in den letzten 2 Jahren bei Frau Merkel eindeutig der Fall gewesen. Sie hat verschiedene Initiativen, aber Herr Hollande war nicht wirklich die treibende Kraft oder war nicht ein großer Unterstützer. Das wird sich ändern. Macron wird als gleichberechtigter, mindestens gleichberechtigter
gleichberechtigter Partner da sitzen am Verhandlungstisch und auch Akzente setzen. Und Frau Merkel wird ihn dann auch entsprechend mit aufnehmen, weil beide von einer entsprechend neuen Dynamik auch profitieren. Und es ist aus meiner Sicht kein Zufall, dass gestern Herr Macron gewonnen hat, aber auch die CDU, damit Frau Merkel auch bestätigt wurde. Es zeigt sich schon, dass, glaube ich, die Europa-Themen gelöst werden sollen, dass die Bevölkerung bereit ist, entsprechend Europa-Themen auch auf die Agenda zu setzen. Und wenn da hart gerungen wird, welcher Weg der richtige ist, der französische oder der deutsche, dann kann das Europa nur gut tun. Was uns nicht passieren sollte, ist, dass wir uns von außen wieder einreden lassen, was gut für uns ist. Ich glaube, das tut keiner Beziehung wirklich gut. Blicken wir auf den DAX, der die letzten Wochen ja profitieren konnte von der Wahl in Frankreich. Heute so ein bisschen den Kopf hängen lässt, Gewinnmitnahmen. Was denken Sie, wie viel Luft ist noch nach oben? Ja, kurzfristig sehen wir wenig Luft nach oben, weil da einfach unheimlich viel passiert ist. Und auch die Analysten tun sich schwer mit neuen, höheren Gewinnschätzungen. Wir sehen natürlich den Rückenwind, insbesondere konjunkturell. Da ist jetzt aus meiner Sicht der Weg frei. Wir haben in fast allen wichtigsten Regionen der Welt die Einkaufsmanager auf Expansion in der Zwischenzeit, sogar Brasilien wieder. Das heißt, wir kriegen auch für unsere Exportmärkte wirklich viel Rückenwind und das sollte dann auch wieder zu Gewinnsteigerungen führen. Aber das könnte den DAX dann zum Jahresende wieder auf das Niveau führen, was wir jetzt haben und vielleicht zur Jahresmitte 2018 dann Richtung 13.000 führen. Es sind alles keine Riesensprünge, aber wir sind halt einfach schon sehr weit gelaufen, haben hohe Bewertungen und ein bisschen durchatmen, auch gerade wenn die Zinssituation vielleicht ein bisschen ins Rutschen kommt und wir steigende Zinsen kriegen, könnte das durchaus ein Punkt sein, den man sehen muss. Strukturell kommen wir an Aktien aus meiner Sicht langfristig auch nicht vorbei. Die Zinsen, die Renditen werden auf absehbare Zeit niedrig bleiben. Also wir müssen ein bisschen Geduld haben und dann können Sie aber wieder nach oben gehen mit dem DAX. Ja, auch da müssen wir mehr als Geduld haben momentan. Ja, liebe Zuschauer, soweit unser Blick auf die Finanzmärkte am Tag nach der wichtigen Wahl in Frankreich mit Uwe Burkhardt, dem Chefvolkswirt der Landesbank. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne.